Ja, wenn ich diese Szene von den Input-Team über die Geschichte von Eli und die zwei ungehorsamen Söhne Hophni und Phinehas sehe, ja, ich sehe die Korruption, Unrecht und Unheil im Zentrum von der Reich Gottes in Israel. Im Alten Testament besonders, im Moment. Und ich frage mich, wie in Input-Team haben gesagt, warum? Was ist los? Warum hat Gott das so lang erlaubt? Vielleicht hast du auch von Zeit zu Zeit solche Fragen, über was geht jetzt? Und dann ist, ich erinnere mich an der Bibelvers in 1. Korinther 10, Vers 11. Und hier ist Gottes Antwort für diese Frage. Ja, alle diese Ereignisse sind uns als Beispiel gegeben. Sie wurden niedergeschrieben, Paulus hat das gesagt, geschrieben, damit wir gewarnt sind. Und ja, das macht in mir so wie ein Sirenenalarm. Das sagt Warnung, aufpassen. Das kann auch in der Christentum, auch heute kommen, in mir auch. Bitte hilf uns näher zu dir heute Morgen zu kommen. Amen. Im Namen von Jesus. Amen. Ja, interessant war es am 1. Februar. Erinnerst du an 1. Februar 2023? Gab es überall in der Schweiz den Schreien, Heulen von wie viel? 7200 Sirenen. Ja, sicher, es war nur die modernste Sirenenmodell zu testen. Und es gibt einen interessanten Artikel des Blogs von Nationalmuseum in Zürich. Und sie schrieben es so: Sirenengeheul, ein verunsicherter Blick auf die Uhr. Ah, exakt 13:30 Uhr. Aha, Sirenentest. Alles gut, kein Problem. Ja, jeweils am ersten Mittwoch im Februar findet der jährliche schweizweite Sirenentest statt. Und der Titel vom Blog lautet Sirenenalarm, Druckluft und sich sträuben die Haare. Ja, sicher, Sirenenalarmtest ist nur das, ein Test. Aber es gibt eine sehr seriöse Hintergeschichte für so einen Alarm. Meistens denkt man sofort an Gefahr aus der Luft, die Flugzeuge über uns für einen echten Sirenenalarm. Wie bei der Bombardierung von Schaffhausen am 1. April 1944. Dem folgenschwersten Angriff in der Geschichte der schweizerischen Bundesstaates kamen 40 Menschen um und 270 wurden zum Teil schwer verletzt. Und niemand hat gedacht, von einer echten Gefahr aus der Luft. Denn die Schweiz war und bleibt noch heute neutral. Kein Problem. Also. Vielleicht haben die Menschen sogar gedacht, ah, es muss ein 1. April-Witz sein. Aber leider war es ein Navigationsfehler von bombardierenden Flugzeugs der Alliierten. Es war ein Fehler, aber sehr, sehr schlechter Fehler. Also, ja, was hat Sirenenalarm mit unserem heutigen Input zu tun? Wir sehen in diesem Input-Theater eine große Gefahr. Nicht aus der Luft, aber eine geistliche Gefahr. Und das heißt, ja, Gott zu missfallen oder ihm ungehorsam zu sein. Gott zu missachten
und sogar Gottes Stimme zu ignorieren und nicht wollen hören. Und die Gefahr ist auch für uns Christen heute, zum Beispiel, nicht mehr beten, wie wir sollten, nicht mehr die Bibel lesen und studieren, nicht mehr ein Zeugnis für Jesus sein oder nicht mehr sagen wie Paulus in Römerbrief 1, Vers 16, ich schäme mich nicht für die rettende Botschaft, das Evangelium, denn es ist eine Kraft Gottes, die alle befreit, die darauf trauen. Also ja, diese Geschichte ist in der Bibel so als eine Warnung für uns alle. Sicher, es gibt viele solche Warnungen in der Bibel, im Alten Testament wie auch im Neuen Testament. Sie sind wie Sirenenalarmen für uns Christen. Erst sehen wir die zwei Söhne Elis, Hophni und Phinehas, wie wir letzten Monat auch gesehen haben. Sie kannten den Herrn nicht. Oder in Hoffnung für alle sagt es, sie hatten keine Achtung vor dem Herrn. 1. Samuel 2, Vers 12. Und Eli, die arme Eli, ja, das war sehr, sehr schlecht für ihn auch. Er machte zu wenig und zu spät Sorge, dass seine Söhne die Priesterschaft Israels missbrauchten. Und das fast jeden Tag. Er probierte vielleicht einmal Hophni und Phinehas zu korrigieren, aber es war zu spät. Die Söhne wollten nicht auf ihren Vater hören. Großer Fehler. 1. Samuel 2, Vers 25. Ja, alle drei waren mehr oder wenig schuldig vor dem Herrn, des Gott Israels. Sie waren Heuchlers. Zu lange hat Eli seinen beiden Söhnen bei ihren Missetaten ein Auge zugedrückt. Und Gott hatte genug mit sie alle. Also mit der Zeit, alles war in der Luft. Wie Sie gesehen haben, Eli und die zwei Söhne waren tot und weg. Sogar die Bundeslade erbeutet. Aber Gott hat schon ein neuer Plan. Halleluja. Er heißte Samuel. Ganz anders war es bei Samuel. Je älter er wurde, desto mehr Ansehen fand er beim Herrn und bei den Menschen. Samuel, ja, er war der neue Priester und Richter Israels. Hoffnung. Er war sehr aktiv und brachte mit Hilfe von Gott alles wieder in Ordnung. Wie ihr in ein nächster Input-Theater vielleicht sehen würdet, Gott hat immer einen Plan in Vorbereitung. Halleluja. Also noch einmal. Was hat diese Szene von Theater heute Morgen mit uns und ein Sirenenalarm zu tun? Sie dienen als Warnungen für unser geistliches Leben. Gott hat es erklärt durch den Apostel Paulus in Römer 15, was in der Heiligen Schrift vor langer Zeit aufgeschrieben wurde, gilt uns. Wir sollen daraus lernen. Es ermutigt und tröstet uns, damit wir unsere Hoffnung auf Gottes Zusagen setzen und daran festhalten. Und in Vers 11, das soll uns eine Warnung sein, damit wir uns nicht wie Israel und die Korruption von den Verlangen beherrschen lassen, Böses zu tun. Und alle
diese Ereignisse sind uns als Beispiel gegeben. Sie wurden niedergeschrieben, damit wir gewarnt sind. Denn die letzte Zeit dieser Welt ist angebrochen. Und was soll der Unterschied zwischen Samuel und die zwei Söhne von Eli sein? Sicher, Samuel hatte eine lebendige Beziehung mit Gott. Hophni und Phinehas gar nicht. Jesus Christus hat mehrmals diesen Unterschied zwischen gerettet und verlorenen Personen erwähnt. Zum Beispiel in Matthäus Kapitel 25, die Schafen und Ziegen und das breite und enge Tor, die kluge und törichte Jungfrauen oder das Unkraut und das Weizen. Wenn Jesus, der Sohn Gottes, so viel darüber gesprochen hat, dann müssen wir es wissen und darauf achten, nicht wahr? Ja, genau, eben eine Begegnung und Beziehung mit Jesus ist das Wichtigste von alles. Sogar, so sagt auch LiveNet, hier unten, der Ursprung von allem, die Begegnung mit Jesus. LiveNet ist am Internet zu sehen. Ja, es ist sehr einfach zu verstehen. So einfach, dass auch Kinder der frohen Botschaft glauben und vertrauen können. Und das heißt, nur die neu geboren durch den Heiligen Geist sind gerettet. In Johannes Kapitel 3, Vers 3 hat Jesus es zu Nikodemus erklärt. Ich versichere dir, Nikodemus, wer nicht neu geboren wird, kann Gottes Reich nicht sehen und erleben. Und in Vers 5 Jesus erklärt es weiter. Nur wer durch Wasser und durch Gottes Geist neu geboren wird, kann in Gottes Reich kommen. Und Jesus hat es auch sehr klar erklärt in, was heißt das Evangelium in Kurze, Johannes 3, 16, das wir kennen alle. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Amen. Und auch Johannes der Täufer hat es, bis zu sagen, in wenigen Worten gut erklärt, wer an den Sohn Gottes glaubt, der hat das ewige Leben. Wer aber nicht auf ihn hört, wird nie zum Leben gelangen, sondern Gottes Zorn wird für immer auf ihm lasten. Johannes 3, 63. Ja, heute wie an jedem Tag in unserem Leben haben wir die Gelegenheit, entweder Jesus zu glauben, vertrauen, annehmen, empfangen und folgen oder unseren eigenen Weg und Will zu folgen. Unser eigener Weg zu folgen endet immer schlecht. Das geht nicht. Wie immer wir es heißen wollen, es endet ewiglich verloren, in Gottes Zorn, die Höhle, ewige Tod, oder im Feuersee von Offenbarung 21, Vers 8. Er sagt, die Feiglinge aber und die Ungläubigen und mit abscheulich und Mörder und Unzüchtigen und Zauberer und Gottesdiener und alle Lügner, ihr Teil wird in dem See sein, der von Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod.
oder wie Jesus gesagt hat, in die äußerste Finsternis hinausgeworfen werden. Dort wird Heulen und Zähneknirschen sein. Matthäus 18, Vers 12. Welches Wissen in mir die Gottesfurcht gibt, was sehr gut ist, weil in Sprüche Kapitel 1, Vers 7 sagt es, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Nur Toren verachten Weisheit und Zucht. Für mich, also, wenn ich an dieses Heulen in Finsternis, der See von Feuer und Schwefel denke, ja, ich sage sehr klar, nein, danke, ich will bei dem Herrn bleiben. Der Teufel ist ein Lügner und Meisterbetrüger. Wir wollen ihn nicht glauben. Und wie Josua hat gemeint in Josua Kapitel 24, Vers 15. Ich aber und meine Familie, wir wollen dem Herrn dienen. Und wir sagen es gleich auch so auf Englisch. Come what may, komme was wolle. Unsere Zukunft ist nur sicher, wenn wir bei Jesus bleiben. Und ich hoffe für euch alle auch, wir wollen zusammen miteinander mit Jesus für alle Ewigkeit in dem Himmel bleiben und jubeln, ihn allein zu loben und preisen. Halleluja, Amen, Jesus ist Sieger. Also hast du hoffentlich dieses Sirenenalarm gehört. Ja, Jesus kommt bald zurück. Bleiben wir also seinem Heiligen Geist treu und gehorsam. Er spricht zu uns. Und ich ermutige euch persönlich und in deinem Herzen, es wirklich tief wahrzunehmen. Und langsam zu beenden, heute Morgen möchten wir gerne sehen, wie Mose es gesagt hat. Interessant, was Mose gesagt hat. Und nun hört gut zu. Heute stelle ich euch vor die Entscheidung zwischen Glück und Unglück, zwischen Leben und Tod. Wählt das Leben. Liebt den Herrn, euren Gott, und hört auf ihn. Haltet ihm treu. Festhalten. Es wäre toll, nicht wahr, wenn alle diese 7200 Sirenen überall in der Schweiz zu Lautsprechern würden. Die frohe Botschaft von Jesus Christus verkünden. Ja, ich glaube Gott für eine Erweckung hier in der Schweiz, überall. Für mich und ich hoffe und glaube für dich auch, der heutige Input-Botschaft gilt für uns alle als Warnung an unsere wunderbare Gott treu zu bleiben. Also kommen wir vor unseren Herr und Gott mit Liebe und Ehrfurcht. Ja, Jesus lädt uns alle ein, wann er sagt in Matthäus 11, 28 bis 29, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Halleluja. Jetzt beten wir zusammen. Erst mit dem Psalmist. Er hat es sehr gut geschrieben in Psalm 77. O Gott, heilig ist alles, was du tust. Kein anderer Gott ist so mächtig wie du.
Du allein bist der Gott, der Wunder vollbringt. Amen. Und wenn du vielleicht der Herr Jesus in deinem Leben empfangen möchtest oder neu empfangen, bitte betet mit mir für Erneuerung und Aufgefrischung in den Heiligen Geist. Lieber Herr Jesus, ich will treu bei dir bleiben. Bitte vergib mir, Herr, alle meine Sünde, alle Rebellion, alle Missachten von dein Wort. Ich nehme dich als mein persönlicher Herr und Retter an. Füll mich, Herr, mit deinem Heiligen Geist, dass ich dir folgen kann, wie du willst und nicht wie ich will. Halleluja. Amen. Und heute Morgen, wenn du Gebet brauchst und möchtest für Heilung, für Leitung für dein Leben oder ein besonderer Schutz von den Bösen oder Stärke, Jesus besser zu glauben und folgen oder was immer, wir sind da für dich. Wir wollen mit dir beten. Also suche einen Freund in Christus oder ein von den Pastoren oder ein anderer Christ und frage nur Gebet oder nur hier vorne kommen und wir beten zusammen. Du bist nicht allein. Gott ist immer treu mit Liebe, Kraft und Macht zu antworten. Amen. Dann können wir dieses Haus, dieser Ort, ein Ort von Gebet machen. Halleluja. Also beten wir zusammen in einer Zeit von Gebet und ja, tiefer denken, was ist in mein Leben, was sollte weggebracht sein. Halleluja, Halleluja. Danke, Herr Jesus, dass du bei uns bist. Und du hast immer die beste Lösung für unser Leben, für alle Probleme, alle ja, Krankheiten, alle Missverständnisse. Wir danken und preisen dir, heiligen Namen, Herr Jesus, dass du alles kannst. Es gibt nichts, das du nicht kannst. Im Namen von Jesus. Amen. Amen. Halleluja.